Und damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen und frischen LP, und zwar zu Until Dawn, das gerade frisch draußen ist. Ein Horrorspiel wieder mal. War ja klar bei mir, aber ich liebe Horrorspiele und auf diesen Titel war ich sehr, sehr gespannt. Also, The Evil Within war okay, war gut, war nicht schlecht, konnte man mal spielen. Alien war so halb okay. Von Until Dawn erhoffe ich mir jetzt sehr, sehr viel, vor allem storybezogen und so. Und es wird ein bisschen wie Beyond Two Souls oder Heavy Rain, und genau diese Spiele liebe ich sehr, und deshalb denke ich, Until Dawn wird mir persönlich sehr gut gefallen. Die Trailer und so sahen schon mal super aus und die Wertungen, die ich gelesen habe von dem Spiel, waren auch schon super, aber ansonsten, ich habe mich nicht spoilern lassen oder so. Das wird natürlich ein Blind-LP. So, ich habe die Helligkeit ein bisschen heller gestellt, weil YouTube halt, ne, macht es immer ein bisschen dunkler. Das Audio habe ich auch so ein bisschen angepasst, die Musik und die Soundeffekte ein bisschen nach unten gesetzt, weil die meistens im Vergleich zum Dialog ein bisschen zu laut sind. Ich hoffe, das passt. Untertitel eingeschaltet, falls ich mal drüber quatsche. Wir könnten jetzt den Originaldialog nehmen, aber ich denke, wir spielen auf Deutsch, weil, ja, ne, wenn schon synchronisiert ist, dann sollte man das auch ehren und mal sehen, wie die deutsche Synchro wird. So, was das hier genau ist, Seitenleistentext. Schaltet den Overlay-Text für geschriebene Texte im Spiel ein oder aus. Aber man wird sehen. Ich weiß nicht, ob man die PS4 hört. Die raucht wie Sau gerade. Ich weiß nicht, was die macht, ey. Na, auf jeden Fall muss ich noch dazu sagen, ich spiele das mit der Standardsteuerung. Es gibt auch Bewegungssteuerung, aber erstens ist es nicht so praktisch beim Aufnehmen die ganze Zeit herumzufuchteln, und zweitens weiß ich nicht, wie gut das jetzt funktioniert. Also Knöpfchen drücken und den Stick bewegen, das funktioniert meistens doch besser. Bei Heavy Rain hat es zwar eigentlich relativ gut funktioniert damals mit der Bewegungssteuerung, aber ich lasse das jetzt trotzdem mal so. Ansonsten haben wir nichts. Ich kann euch vorab schon mal sagen, ich habe die Collectors, also nicht die Collectors Edition, die Steelbook Edition. Das heißt, wir haben noch eine Bonus-Episode, die wird es auf jeden Fall dann auch noch geben. Und ich will jetzt nicht mehr quatschen, ich will spielen und deshalb neue Geschichte. Viel Spaß zu. Ja, viel Spaß zu, passt nicht. Ich meine natürlich viel Spaß bei Until Dawn. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurrikan führen. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling.
Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Also erstmal, es sieht schon wirklich schick aus, finde ich. Die Stimmung ist schon mal gut, es fängt gut an und ja, eine kleine Reisegruppe hier in der Skihütte, das ist genau Horror-Klischee, aber es passt ja. So, wir können uns bewegen. Die Hose sitzt ziemlich eng. Figurenbetont, würde ich mal sagen. Und draußen treibt sich schon irgendwer rum. Es fängt schlagartig an. Du da, wach mal auf. So, da leuchtet was. Das sind wahrscheinlich Interaktionspunkte. X, mal schauen. Halte R2 gedrückt, um die Notiz zu nehmen. Okay. Halte R2 gedrückt und benutze den rechten Stick, um Objekte zu untersuchen. Aha. Hannah, du siehst in dem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike. Knutscher, Knutscher, Knutscher. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh, Zeit zum Eingreifen. Ja, besser ist es, ne? Warum haben die so wenig Licht? Damit es so gruselig wirkt. Nein, haben die so schlechtes Licht da oben? Hey, ihr Schlafmützen. Benutze den rechten Stick zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Ja, so viel habe ich schon begriffen. So, mal schauen. Aha. Ich untersuche und die Flasche ist leer. Die haben hier Jeremiah Crack gesoffen. Bestimmt starkes Zeug. Shit, Josh. Hat ziemlich einen runtergeleert. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Hast du gut gemacht. Oder auch nicht. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Benutze den rechten Stick zum Auswählen. Aha, Josh wecken oder andere suchen. Ich glaube, Josh hat ziemlich einen gebechert. Das bringt nicht viel, den zu wecken. Deshalb andere suchen. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Ah, richtige Aktionstasten drücken, okay. Pass bloß auf, nicht, dass du hinknallst. Sicher oder schnell? Ja, komm, wir nehmen den schnellen Pfad. Das wird schon klappen. Scheiß auf Sicherheit. Solange wir die richtige Aktionstaste drücken. Na, wo jetzt? Fußspuren folgen oder Geräusch folgen? Fuck it. Wir folgen dem Geräusch.
Aha. Ich hab dich gesehen. Schatten folgen oder Fußspuren folgen? Wir folgen den Fußspuren. So, Freunde, da wäre ich zurück. Sorry, irgendwie hat sich mein Aufnahmegerät für den Ton einfach mal so ausgeschaltet. Mit dem habe ich irgendwie in letzter Zeit immer ein bisschen Probleme. Ich habe jetzt mal die Treiber erneuert, vielleicht hilft's ja. Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen Licht durchs Handy gekriegt. Immerhin etwas. Mal sehen, ob wir hier auf der richtigen Spur sind. Da oben sehe ich gar nichts. Relativ dunkel hier, aber es geht noch. Gute Musik, gute Kamera. Okay, ich muss zugeben, ein bisschen erschrocken bin ich gerade. Ah, mit L1 kann ich schneller gehen, gut. Blöder Hirsch. Mensch, Hannah, wo steckst du? Aha. Was haben wir denn hier gefunden? Huch! Todestotem? Das klingt aber nicht sehr schön. Schwarz. Tod. Der mögliche Tod der Person, die es findet. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totemfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Aha. Schmetterlingseffekt. Geht dich nichts an. Ratten mit buschigem Schwanz. Ah, interessant, ja. Charakterinfo, aha. Da steigert sich ein bisschen. Sie ist ehrlich, naja, so halbwegs. Hilfsbereit auch, witzig, nicht so wirklich. Aber sie ist tapfer, sie ist neugierig. Und ihr Beziehungsstatus mit Hannah ist momentan eigentlich noch recht gut. 1952, der unbekannte, aha, Totems. Und hier ist das Totem. Sieht aber böse aus. Von Beth auf dem Berg gefunden. Wir könnten irgendwo runterknallen. Hoffentlich passiert uns das nichts. Ich werde natürlich mein Bestes geben, dass wir alle Charaktere lebend hier rausbringen, weil in diesem Spiel können alle Charaktere sterben, es können alle überleben, es können nur einzelne Charaktere sterben und Leute, ich werde mein Bestmöglichstes tun. Aber versprechen kann ich euch hier gar nichts. Naja, wir sollten einfach aufpassen. Okay, was war dort hinten? Da war ein Licht. Und eigentlich sollten wir umdrehen. Hannah! Aber wir suchen natürlich weiter Hannah. Flammenwerfer oder was ist los da? Scheiße. Hannah! Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Lieber laufen. Oder rennen. Rennen ist noch besser. Schon, stehe auch auf!
Tschüss, Handy. Egal. Braucht man nicht. Oh nein, das könnte jetzt unser Tod sein. Nein! Nein! Shit! Nein! Geh weg! Fuck! Nein! Noch sind wir aber nicht tot. Fuck! Festhalten! Was ist das für eine Type? Keiner fallen lassen oder loslassen. Fuck! Aber der Typ da gefällt mir nicht. Loslassen! Das war schon mal eine richtig blöde Entscheidung anscheinend. Fuck. Der Psychoanalytiker. Und damit ist es eingetroffen. Der Tod. Fängt ja gut an. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Ich fühle das kalte Grauen bei deiner Asynchronität. Ist ja grauenhaft. Also, so schlecht, ey, so schlecht, das ist überhaupt nicht lippensynchron. Schade. Naja, dann wollen wir mal sehen. Was haben wir da? Hä? Interessant. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Rob. Glücklich jetzt nicht unbedingt, schon ein bisschen eher in die Richtung nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ich mag keine Vogelscheuchen. Ja, Vogelscheuche. Ich verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Nee, sieht mir zu abgeschieden aus. Ach nein? Warum? Ich wäre einsam, ganz genau. Ah, es ist ein schmaler Grat zwischen der Friedlichkeit des Alleinseins und der Einsamkeit der Isolation. Vielleicht sollten wir das in Zukunft erforschen. Denn ich fürchte, unsere Zeit ist um. Für heute. Nur bis zur nächsten Sitzung. Also verbring bis dahin etwas Zeit mit Freunden in einer Atmosphäre von Sicherheit. Ich werde es versuchen. Wird bestimmt klappen. Yay. Oder so. Kriege ich auch einen Kaffee? Hallo? Ich möchte auch einen Tee oder Kaffee. Dann halt nicht.
Sony Computer Entertainment. Supermassive Games. Präsentieren das Horrorspiel Until Dawn. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Zehn Stunden bis zum Morgen. Memento Mori.
Blackwood Pines. Sam, Hannahs beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig, gewissenhaft. Tja, das wäre also Sam. Hallo? Ist jemand hier? Weg zur Seilbahnstation. 21.02 Uhr. Das fängt ja wieder ganz toll hier an. Schon werden wir verfolgt. Aber coole Lichtstimmung. Sieht schon mal wieder klasse aus. Ja, da haben wir in der ersten Folge schon eine scheiß Entscheidung getroffen. Tja, was wäre passiert? Hätten wir Hannah losgelassen und hätten dem Mann die Hand gereicht? Man weiß es nicht. Da müsst ihr das Spiel schon selbst spielen und diese Entscheidungen treffen, denn ich werde es nicht tun. Oder vielleicht dann später mal für mich. So, das war's aber leider schon für die erste Folge hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Folge wieder. Bis dahin, ciao!